So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Meine Stimme ist immer noch kaputt. Es ist heute Montag. Normalerweise gibt es ja immer Max Out Monday, aber das ist momentan nicht so möglich. Man könnte vielleicht Max Out Monday mit dem Spüle Trend machen, dann hat er aber direkt gar keinen Staub mehr. Max Out Monday mit Spüle Trend wäre vielleicht aber eine Option. Wenn der Account verlost wird, dann irgendwann. Ich mein Main-Account wieder habe, dass wir den letzten Montag dann eine Max Out Monday Folge mit dem Spületrend machen und dann noch ein paar Pokémon pushen, die der Gewinner dann natürlich hat und nutzen kann und überhaupt. Und ja, das wäre doch vielleicht interessant. Was hat der überhaupt und was kann er machen? Das wollen wir euch heute natürlich zeigen. Gleichzeitig können wir euch zeigen, der ist gestern aufgestiegen auf Level 40. Der hat auch jetzt genügend Erfahrungspunkte für Level 41. Der ist bei 6,3 Millionen von 6 Millionen. Spüle drin, hat also offiziell Level 40 geknackt, hat Level 40 erreicht. Hier habt ihr ja die Aufgaben da, verwende 20 Power-Ups bei legendären oder mysteriösen Pokémon. Das wird sich wahrscheinlich bis zu der gewissen Max Out Money-Folge ziehen. Gewinne 30 Raids. Dadurch, dass ich natürlich immer nur den täglichen Pass hier benutze, zieht sich das auch ein bisschen. Trotzdem werde ich aber am Mittwoch die Raid Mania wieder machen mit diesem Account. Da kann es sein, dass da schon 20 Raids draufkommen oder so. Heute muss ich auch noch was machen. Und ja, ansonsten ist er gerade bei 585 km, 11600 Pogestops. Ne, 11600 Pokémon, 5100 Pogestops. 26,3 Millionen und am 8.7. gestartet. Heute ist der 18.7. Es ist also 10 Tage später. Und er hat theoretisch schon Level 41 von den Erfahrungspunkten erreicht. Was ganz Besonderes, was ich heute unbedingt machen möchte, ist erstmal dieses Melowetta abholen. Ich habe in dieser Spezialforschung, kann ich Melowetta abholen. Ich weiß nicht, ist das gut, ist das schlecht, ist das sonst was. Das wollen wir uns jetzt im Video zusammen angucken. Dann möchte ich noch ganz kurz was zum Seeday sagen. Und dann möchte ich generell euch nochmal zeigen, welche Shinies und welche Hunderter der Account jetzt mittlerweile hat, was ja dann relevant ist für den äh, Gewinner, der den dann irgendwann bekommt. Heute um 20 Uhr gibt es natürlich wieder Chill mit Ramses. Und ab 21 Uhr ist die Verlosung dann von dem Level 40er Account von Anna Rottenroxy, der auch besonders stark und brutal war. Also nicht verwechseln: der hier wird noch bespielt, der hier wird noch gelevelt. Anna Roxy ist der Account, der heute Abend verlost wird. Wir haben jetzt hier das Meloetta stehen. Wir können hier rumcurven. Ihr habt natürlich gar keinen Fangkreis da. Wir haben jetzt großartig getroffen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, da einfach fabelhaft zu treffen. Wie bei jedem mysteriösen Pokémon ist es ja, glaube ich, so, dass ihr sowieso drei Bälle braucht, bis der dann drin ist. Ich bin mal gespannt. Ich habe damals auf meinem Main-Account einen 98er bekommen. Ein 98er Meloetta im Livestream unterwegs mit Iswo und... Ich weiß gar nicht, wer dabei war. <laughs> Pupsi war dabei, Ismo war dabei, Hannes war dabei. Wir haben das Go-Fest in Hibo gespielt mit dir. Hannes war dabei. Seht ihr mal, wie vergesslich ich bin. Es gab genau 3 XL, drei normale. Das ist der neue Pogedex-Eintrag von Meloetta, was mich ein bisschen... Irritiert ist, ich habe immer noch kein Mew. Eigentlich ist doch Mew die erste Spezialforschung, die man kriegt. Wo ist das Mew? Ja, jetzt habe ich hier Meloetta machen können und abholen können. Ja, und, und ist es ist schlecht. 10, 10, 13, 15. Also sieht aus wie eine Treppe, das steigert sich auf jeden Fall. Okay. Dadurch, dass wir das jetzt haben, können wir aber sogar eine Aufgabe noch weitermachen, wo wir einen Schnappschuss von Meloetta machen sollen. Jetzt, jetzt geht es natürlich nicht. Ihr seht jetzt aber, wie es hier aussieht zu Hause. Guckt euch das mal an hier. So sieht's aus. Da ist der Hannes. Da ist er gerade aufgewacht. Guck. <laughs> Tipp, um ein Pokémon zu platzieren. Oh mein Gott, warte mal. Können wir das da hinsetzen? Nee, können wir nicht. Wo können wir es denn hinsetzen? Jetzt sitzt es hier einfach. Oh mein Gott, ist das riesig. Das ist mit. Wir machen einen Schnappschuss von Meloetta. Wir gehen zurück. Das hat doch bestimmt jetzt für die Aufgabe gezählt. Ja, es hat natürlich für die Aufgabe gezählt. Da ist noch ein Staralili drin. Okay, das äh, tut man jetzt noch kurz ein. Da ist noch ein Staraptor drin. Huh? Das tut wir mal jetzt noch kurz ein. Jetzt hat es den Ball wieder gewechselt. Moment. Wir brauchen die, die heftigen Bälle. Fürs Staraptor. Ich wollte eigentlich nur kurz auf die Forschung gucken, wie es dann weitergeht. Mehr zu meltern, ist es nicht. Hier, finde deine Stimme. Dann könnten wir doch jetzt das letzte Kapitel gleich abholen von der Meloetta-Forschung. Genau, der spüle trennt. Super. Hier sind so viele Forschungen da. Da gibt es überall Erfahrungspunkte nochmal. Ich glaube, das würde sich erst lohnen, wenn man wieder ein Glücksei anhat und wieder Level-Ups macht bei den Freunden. Stufe 1, Stufe 2, wie auch immer. Und dann den Rest abholt. Ansonsten hat er hier noch ein paar Sachen natürlich offen. Da versuche ich auch noch ein bisschen was weiter zu arbeiten. Meloetta ist jetzt auf jeden Fall da. Wir können euch mal ganz kurz zeigen. Wir können mal kurz die hier bewerten, die wir gerade gefangen haben. Ob da noch was Gutes dabei war. Das sieht eigentlich recht gut aus. Das ist nicht so gut. Wir gehen zurück. Tippen jetzt nochmal hier vier Sternchen ein. Und dann seht ihr, wir haben. Das sind die Hunderter, die der jetzt mittlerweile drauf hat. Bisa Flor, Glumanda, Glurak, Turdog, Bibor, Radfraz, Radikal Zubat, Abra, Maromai, Geowatz, Dragoso, Nokchan, Pandimos, Electek, Invagador, Lady Banatu, Grivel Gramurks, Snubbull, Funpi, Donfan. Ich habe letztens das Donfan entwickelt, war traurig, dass ich keinen Funpi mehr hatte. Jetzt hat er mittlerweile wieder einen Funpi bekommen, Flemli, Logok, Zickzack, lotuzel Hariyama, Krypto, Zubiris, Knacklion, Noktuska, Starali, Staraptor. Der also auch entwickelt dann am C-Day, dass er auch die C day gehabt. Bidiza, schlappohr Grilchita, Dusselgur, Funifras, Imagaro, Ach Igamaro, Igamaro, Brigaron, Fünks, Amphicelofeo, Pyroleus, Gambisto, Reislaus. Wenn wir hier irgendwann mal mehr Bonbons hätten, könnten wir den ja auch mal durchentwickeln. Aber vielleicht sollte man den auch so lassen, bis er irgendwann dann mal einen C-Day bekommt. Und der Gewinner dann erst zum c -Day den weiterentwickelt, sodass er gleich ein 100er hat, was die C-Day-Attacke beherrscht. Das haben wir jetzt mal kurz entwickelt, weil auf Stufe 2 schade das da ja kein. Routiner, da nimmt es ja nichts weg. Das lassen wir jetzt auch einfach mal so drin. Wir zeigen euch kurz auch noch ein paar Shinies, die der jetzt hat. 317. Wir haben hier einen krypto bisa -Samshiny. wir haben bisa Samscheine, wir haben Bisa-Flor, wir haben Krypto-Glumanda als Shiny und der Party hut glumanda Wir haben da natürlich schicki wir haben das Pikachu mit dem Tottenhut, man muss, man muss es so nennen, Tottenhut. Nidoran, männlich-weiblich, Zubat, Mirapla, macholo sind ein paar drauf. Kleinstein, Punida, Magnetilo, Onyx, Krabi, Volto, Ball, Tragosso, Smog Mogon, Riehorn. Pandimos, Magma, Evoli. Zapdos haben wir bekommen in der letzten Raid Mania letzten Mittwoch. Da war ein Shiny dabei. Als wir in. Wo war das? Da sind wir zurückgekommen, kurz bevor wir zum Geburtstag wollten. Wo Thomas dabei war auch. Und schnell seinen Pass wegmachen wollte. der nee, nach dem Geburtstag, als wir abends wieder rein in die Stadt gefahren sind, schnell noch die zwei Raid-Pässe raus. Da hat er jetzt auch Lavados bekommen? Lavados ist ja momentan immer noch in den Raids. Er hat also Zapdos und Lavados bekommen. Arctos hat er nicht, weil da war der Account ja noch nicht aktiv. Lady hier ja dabei, Nato, Hopspross, Griffel, Zonkern, Jan Mason, Floras, Gorg, Groß, Snuppul, Grandpul, Funbi, Meltan, Gekapoa, Flemli, Zumbex, Zickzacks, Lotutzel, Draslas, Inekos, Knacklions, Stolunio, Volpi, Zengo, Bubans, Barschwal, Libiskus, Tanel, Staralili. Die Stara sind ein bisschen mehr geworden. Wir scrollen einfach mal nach unten. Stara Lili, was geht ab? Was machst du da? Bidiza. Driftlon, Haspirohr, Schlappohr, Schamjahn, Bronzel, Popotas, Rihonion, Naglots, Yorklev, Teribar, Grillmark, Dusselgur, Karadonis, Picochilla. Flunschlig von Goppel, auch immer häufig vertreten, Läufio, Datiri, Pyroleo, Mangunio, Velursi. Hat den Velursi c Day verpasst, aber hat hier ein paar Velursi mitgenommen. Und wenn ihr jetzt mal guckt, wie die Ausbeute an sich am Staralili war, hat er insgesamt 131 Shiny Staralili bekommen. Da ja eben aber auch Raids gemacht wurden. Und man nicht nur drei Stunden Zeit hatte, sondern durch die Raids insgesamt auch bis 19 Uhr noch die Möglichkeit hatte, Staralili zu fangen. Hat er gemacht, hat er mitgenommen, hat er einiges bekommen. Das Beste habt ihr oben. Da haben wir nochmal hier Staraptor, zack, Entwickel gehabt, auch wieder mit Windstoß, mit der Attacke also dabei. Mein Main-Account hat leider gar keins. Der Hannes hat ein paar gefangen, der wird mir vielleicht drei Stück dann rübergeben. Lennart hat schon gesagt, ich habe aber drei Stück gefangen, ich kann dir auch welche geben. Aber ich glaube, bei Lennart ist das komplizierter. Er hat gerade auch gar keine Eier drin, wie ich sehe. Kein Ei ist drin, aber er könnte 12, 12 Kilometer Eier brüten. Hat sogar 16 Brutmaschinen. Wenn die alle mal anmachen und mal da mal eine Eierbrutfolge machen. Nein, wir machen das nicht, oder? es mal drunter, wenn ihr sagt, ja, Eierbrutfolge muss her mit dem Account. Glückwunsch jetzt. Durch die eine Entwicklung haben wir noch eine Medaille bekommen. Ansonsten ihr was soll ich sagen? Ähm, wir haben es probiert, draußen zu streamen. Thomas war da. Ich war im Thomas im Hotspot. Ich hatte Thomas sein Handy. Ohne Thomas sein Handy wäre es wahrscheinlich gar nicht gegangen. Dadurch, dass Hannes und Thomas da waren war ich nicht allein, wir sind zusammen rumgelaufen, es hat Spaß gemacht. Wenn die nicht mehr da sind und ich alleine rumlaufen müsste, hätte ich wahrscheinlich keinen Spaß, dann hätte ich wahrscheinlich mehr Spaß, wenn ich wieder die drei Stunden hier zu Hause sitze, direkt mit dem Chat, direkt mit dem Chat labern kann, ich Fragen beantworten kann, wir auch interagieren können, dann irgendwas, ich glaube, da findet ich zur alten Formen zurück, weil ich bin nicht ausgestattet dafür draußen zu streamen, ja. Ich habe mir extra dieses iPhone geholt, das ist für Videos ganz okay, aber du darfst damit auf YouTube nicht streamen. Das ist das, was mich ein bisschen abfuckt, man muss es so sagen. Ansonsten, ja, immer noch 70 Freundschaftsanfragen. Ich gucke immer mal, ich werfe Leute raus, ich nehme neue Leute an, ich versuche immer wieder zu schauen, dass ich hier nochmal ganz viele habe mit Stufe 1, die ich wieder abends mit dem Glückseiern machen kann. Ansonsten fangen, 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 fangen. Einfach fabelhafte Würfe, Glückseier bisschen die Raids mitnehmen, die Freundschaftsaufstiege mitnehmen. Ich versuche auch immer 23.45 Uhr ein Glücksei zu zünden, sodass ich 30 Level-Ups machen kann vom einen Tag und direkt mit demselben Glücksei nochmal 30 vom Folgetag. Also wundert euch nicht, wenn ihr jetzt schon ewig wartet, dass ihr überhaupt mal Stufe 1 werdet. Da wird auf jeden Fall auch über die Freunde viel geholt an Erfahrungspunkten. Da wird viel gemacht. Und das ist eigentlich der Zwischenstand vom Spületrend account also, wir haben die Shinies gezeigt, wir haben die Hunderer gezeigt, wir haben das Meloetta abgeholt, wir haben kurz was zum Sea Day gesagt. Wie war euer Sea Day? Hattet ihr Spaß? Hattet ihr Bock? Wart ihr in eurer Stadt? Habt ihr zu Hause gezockt mit Rauch? Seid ihr draußen rumgelaufen? Wart ihr vielleicht bei einem offiziellen Meetup? Das wird ja immer abgehalten in diversen Städten. Hildburghausen ist natürlich so weit entfernt, da gibt es keine Meetups. Sonst wäre das nochmal viel interessanter, dann wäre man ja nie alleine. Und ja. Wir sind durch Hildburghausen gelaufen. Wir haben leider niemanden getroffen, der Pokémon gezockt hat oder den ich kannte. Das heißt, wenn ich alleine gelaufen wäre, wäre ich halt einfach alleine gewesen. Wir haben das jetzt so gemacht. Ich habe das aber mit dem äh, Iver kids account gezockt. Wer dabei war im Stream, hat das ja gesehen. Ihr könnt ja auch nochmal schreiben, wie ihr den Stream fandet. Ob ihr sagt, ja, das hat uns voll Spaß gemacht. Dieses draußen und unterwegs sein und dann alles so wegfangen, das war richtig super. Oder ob ihr immer noch sagt, ja, komm, wenn du zu Hause sitzt... Das ist auch unterhaltsam, das ist auch cool, das macht auch Spaß. Dann hast du vielleicht nicht so viele Bonbons und sonst was, aber trotzdem haben wir mehr davon oder so. Ich habe auch eine Umfrage gemacht im Community-Tab, da könnt ihr auch mal eintragen, was ihr davon haltet. Ansonsten war es das jetzt hier mit Spüle-Trend auf Level 40 schon. Wir haben es also jetzt geschafft, das war das Ziel. Denkt dran, heute Abend Rotten Rottenroxy, Account-Verlosung noch, mal gucken, ob da alles gut geht. Und ich muss mit dem Hannes jetzt erstmal zum Dönerlutz. Wir müssen jetzt erstmal einen Döner essen vom Dönerlutz. Das ist unser Mittag, das ist unser Frühstück, das ist alles gleichzeitig. Schreibt mal rein, wie euer Sea-Day war, wie eure Ausbeute war, ob euch das Spaß gemacht hat. Ich fand ihn wieder mal cool. Viele haben sich vorher aufgeregt. Aha, drecks Pokémon, aber es war ein komplett neues Shiny, was es vorher noch nicht gab. Die Boni waren eigentlich alle richtig cool. Und man war mal wieder unterwegs. Mit guten Leuten. Deswegen, das war super. Grüße nochmal an den Thomas auch an der Stelle. Danke an den Hannes an der Stelle, der da immer unterstützt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.